Heute geht es einmal um die drei wichtigsten Faktoren für den Muskelaufbau. Es ist einmal Training, es ist Protein und es sind Hormone. Und wenn man sozusagen nur einen einzigen dieser Faktoren verstärkt, hat man sofort einen höheren Muskelaufbau. Also man muss nicht irgendwie alles gleichzeitig haben, weil im Endeffekt hat man sozusagen schon alles gleichzeitig. Also jeder Mensch bewegt sich irgendwie ein bisschen, hat dadurch sozusagen ein minimales Training. Jeder Mensch isst irgendwie und damit auch ein paar Gramm Protein. Und jeder Mensch hat auch irgendwie Hormone, manche halt nur ja, sehr wenig oder andere halt eben sehr viel. Und das Ding ist halt einfach, das hat man halt gesehen, wenn man ein ganz normaler Mensch anfängt zu trainieren, dann baut er Muskelmasse auf. Das ist jetzt erstmal nichts, was einen verwundern würde, aber wenn ein ganz normaler Mensch einfach auch mehr Protein isst, baut er auch mehr Muskelmasse auf. Und wenn ein ganz normaler Mensch eine Testokur macht, baut er auch mehr Muskelmasse auf. Und das ist halt eben wichtig zu wissen, und wenn man halt ja, Muskelmasse erhöhen will, dann muss man halt einfach gucken, welcher dieser Punkte kann ich sozusagen noch optimieren und woran scheitert es vielleicht. Und deshalb immer, ja, kann man immer gucken, mehr Training, besseres Training, härteres Training. Irgendwie habe ich schon genug Protein, brauche ich vielleicht mehr. Und ja, für die Leute, die trotzdem nicht zurechtkommen, gibt es dann nochmal eine Methode, noch mehr Muskelmasse aufzubauen, die aber leider illegal ist. Ja, was heißt leider? Das klingt so, als würde ich das gerne machen. Ah, das ist eine andere Frage, ob ich es gerne machen würde. Gibt viele Gründe dafür und dagegen. Naja, auf jeden Fall, für den normalen Menschen sind halt diese zwei Faktoren, aber das darf man halt eben auch nicht außer Acht lassen. Man sieht halt einfach den Unterschied von Frau zu Mann zu Stoffer. Da kann ich halt wieder einfach das Beispiel nehmen von Leuten, die nicht trainieren und sich nicht speziell ernähren. Dann hast du eine Frau, hast einen Mann, hast einen Stoffer. Hat der Mann mehr Muskelmasse als die Frau, hat der Stoffer mehr Muskelmasse als der Mann, nicht auf Stoff. Einfach wegen den Hormonen. Ohne dass sie, auch wenn sie das gleiche essen und den gleichen Tagesablauf haben. Und das ist halt einfach nochmal, um das zu verstehen. Was auch wichtig ist, denke ich, zu verstehen für die Leute, Protein ist nicht nur, also der Körper entscheidet nicht so im Sinne von, habe ich genug Protein, also das ist nicht so, dass der Körper mehr Muskeln aufbaut, weil er mehr Protein zur Verfügung hat. Also es ist nicht so, dass ich mein ganzes Protein brauche, was ich esse, sondern dadurch, dass bestimmte Aminosäuren abgebaut werden, gibt es bestimmte Reaktionen von verschiedenen Botenstoffen, dass mehr Muskelmasse aufgebaut werden. Das heißt, den Großteil deines Proteins, den verbrauchst du, also den brauchst du gar nicht für den Muskelaufbau. Das Protein ist praktisch wirklich eigentlich auch so eine Art Stoff, das signalisiert dem Körper, mehr Muskeln aufzubauen. Theoretisch könnte der Körper auch mit viel weniger Protein Muskelmasse aufbauen. Das sieht man ja zum Beispiel an den Stoffern. Also es gibt Leute, die halt eben, man kann mit 2 Gramm oder so bereits krass viel aufbauen. Hier, wenn man auf Stoff ist, weil einfach mehr von dem Protein genutzt wird für den Muskelaufbau. Aber für einen Natural, der halt eben nicht den Stoff hat, der braucht halt viel mehr Protein, um den Muskelaufbau zu haben. Aber das heißt trotzdem, dass, keine Ahnung, 90% des Proteins nicht genutzt werden. Das ist einfach nur durch diese Reaktion auf den Abbau von Aminosäuren wird der Körper sozusagen, werden ja bestimmte Hormonreaktionen ausgelöst, die dafür sorgen, dass man mehr Muskeln aufbaut. Training sorgt dafür, dass der Körper mehr Muskeln aufbauen will. Protein sorgt dafür, dass der Körper mehr aufbauen will und nicht nur kann. Und Hormone sorgen dafür, dass der Körper mehr aufbauen will. Und das war mein Video. Gebt gerne einen Daumen hoch und ciao.